So. Boah, da hinten auf dem Parkplatz, da gibt's doch bestimmt... Alter, wie viel die... Ich wurde überfahren! Hey, meine Police Officers und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, und zwar zu Police Simulator. Ja, wir gehen heute in den Dienst. Ja. Wir machen die Straßen unsicher. Nee, warte, wir machen die Straßen sicher. So, aber unsicher für Verbrecher. Und, Alter, das Spiel ist so unfassbar laut hier. Holy moly, ich muss erstmal leiser machen. So, und ich bin gespannt, was das Spiel kann. Tutorials machen wir mal lieber mal ein. Ich habe nämlich gar keinen Plan. Hier machen wir alles hier ultra. Hier, was geht hier ab? Schnitt erzwingen. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ich würde sagen, wir starten mal eine neue Karriere, ja. Als männlicher Aaron Saley. By the way, das Spiel kam heute raus. Und kostet, glaube ich, 19 Euro in Early Access. Alter, guck, der abgefuckt. So nach dem Motto, Alter, ich will nur noch einen Tag, oder ich muss nur noch eine Woche arbeiten oder so. Ich würde sagen, wir sind der Noir, ja. Es gibt sogar weibliche Charaktere, ja, Olivia. Und etliche andere. Ja, aber wir sind der gute Noir. Invertierte Sicht, nee, Gott, bloß nicht. Simuliert. Simulation. Das vollständige Spielerlebnis mit den Systemen, die für die Spiele entwickelt wurden, die ein immersives Spielerlebnis wollen. Vereinfacht, angepasste Balance und mehr Hinweise darauf, was rund um den Spieler geschieht. Nee, lassen wir mal Simulation. Nee. So. Enter Start drücken. Ich bin gespannt, ja? Falls ihr natürlich neu seid, könnt ihr gerne abonnieren, um mich zu unterstützen. Und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr für ein Spiel haltet. Und natürlich, ob ihr mehr sehen wollt. So, Schichtauswahl. Dies ist die Stadtteilenübersicht, in der du deine nächste Schicht auswählen kannst. Du musst jede Woche 5 Schichten spielen, damit du pro Woche 2 Tage freinehmen kannst. Alles klar. Es gibt Downtown, Brixton und Melton Pot. Alter, was ist denn hier los? Einsatz, Strafzettel. Ja, okay, wir sind erstmal hier so Politesse. Neue Schicht verfügbar. Ja, da, Fußstreife. Ihr habt gefuckt, Hitchcock. Ich finde das so geil. Lieber Dienstkollege, das Brighton Police Department hat eine wichtige Mitteilung. Ja, Blabilu, Easy Access kennt doch jeder. Okay, ruckelt ein bisschen was noch gerade. Vielleicht löst es sich ja nachher. Wir gehen erstmal vom PC weg. Ich finde es eigentlich recht geil gemacht. Ja, stelle Strafzettel aus in North Point. Wir kriegen sogar einen Bonus dafür. Ey, yo, Kollege, was geht? Jo, kann ich dich grüßen? Okay, alles klar. Oh, Alter. Geh nicht ins Licht. Kollege, geh nicht ins Licht. Oh Gott, Mimel. Okay, das ist also Brighton. Jo, Dude. Wen können wir ansprechen? Festhalten, direkt mal festnehmen. Verstoß, Handschellen anlegen. Ja, nee, wir sind ja nicht rassistisch, erstmal. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Weiterfahren? Ja, Junge, fahren wir weiter. Schicht- und Verhaltenspunkte. Verdiene in deinen Handlungen Spielpunkte, Schichtpunkte. Belohnung und Verhaltenspunkte und Strafen. Achso, nee, Belohnung und Verhaltenspunkte sind Strafen. Ach, Belohnung, Komma, Verhaltenspunkte sind Strafen. Lol. Okay, alles klar. Zum Beispiel grundlos nach dem Ausweis fragen, koste ich Verhaltenspunkte. Ja, ist klar. Warte mal. Leute, okay, ganz ruhig, Bruder. Leute, das war der doch von gerade eben, ne? Okay. Ja gut, wir laufen hier erstmal rum. Okay. Boah, was läuft denn hier im Fjärder? Blackbird. Boah, Alter, die Sonne ist ja so unfassbar, ey. Oder hier steht ein Taxi. Was steht hier? Speed Limit 35. Haben wir eigentlich Knarren? Haben wir eine Waffe dabei? Gibt's ein Inventar? Da, Elektroschockpistole, ja moin. Wir können sie alle tasern. Mega. Naja, okay. Ich glaube, Sprinten an sich können wir so... Wie geil. Da. Okay, das ist valid. Das ist auch valid. Ja, hat er Glück gehabt. Wie packt ihr denn hier? Ist das hier rechtens, Kollege? Zum Glück habe ich keine Ahnung. Expired. Okay. Das heißt, wir müssen gucken. Jungs, ich muss hier rüber. Achtung, tut mir leid. Oh Gott, Alter, ich werde dich nicht überfahren.
hab das so im Gefühl, dass das hier nicht... Hier gibt's einen, der sich durchmogeln will. Ach, schade, das sehe ich leider nicht. Leute, ich muss hier mal durch. Tut mir leid, tut mir leid. Wie groß ist denn hier die Map? Kann man hier irgendwie sehen, wie man hier hinläuft? Dumbi-dumbi-dum. Guten Tag. Umweltverschmutzung. Festhalten. Du hast beobachtet, wie ein Zivilist Abfall auf den Boden wirft. Der Pisser. Lass uns die Gemeier die Person wegen Umweltverschmutzung festhalten. Du entscheidest, ob diese Person einen Strafzettel ausstellen möchte oder eine mündliche Warnung. Hallo, direkt Strafzettel. Wer denn? Der da? Junge, hast du das hier fallen lassen? Kollege? Alter, ich taser dich direkt weg, Junge. Festhalten, Umweltverschmutzung. Ich habe gesehen, wie sie Müll auf die Straße geworfen haben. Ja. Das passiert doch jedem Mal. Nein. Abtasten. Sie scheinen nervös zu sein. Der Zivilist verhält sich merkwürdig. Zu deinem eigenen Schutz darfst du ihn nicht abtasten. Ja, ich frage mal eine Person. Bitte. Ja, vielleicht bist du verdächtig, Junge. Ja? Du wirst hier komplett durchleuchtet von meinen Kollegen jetzt. So, der Personalausweis dieses Zivilisten ist abgelaufen. Boah, guck dir das an, die haben richtig am Sack, ey. Yo, jetzt können wir eine richtig harte durchnehmen. Du kannst einen Strafzettel ausstellen. Oder ihn mündlich für... Verfahren. Wo sind wir denn hier? Bei der Heilsarmee oder was? Verstoß Strafen. Was gibt denn mehr? Zivilrechtlicher, Personalausweis, beides, ne? Können wir auch zweimal? Das gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Ja, moin! Wirklich? Das ist viel Geld. Ja, aber warte mal. Ja, du kriegst noch was hier. Sie bekommen einen Strafzettel wegen 25 des Dollar, Junge. Bis zu 25 Dollar. Wirklich? Das ist viel Geld. Ja. So, Kollege. Alles gut. Einen schönen Tag noch. Ja. Ne? Lass nie wieder Geld hier fallen. Junge, was ist denn jetzt hier? Ist hier irgendwie ein Touristenbus? Leute, hat noch jemand Müll gefallen gelassen. Juh, das habe ich doch genau gesehen. Hier, der da. Der war es doch, oder? Die. Das habe ich doch genau gesehen. Ich halte sie fest, weil sie Müll auf die Straße geworfen haben. Nein, 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 nein. Im Ernst? Ich habe gar nichts gemacht. Ja, genau, ist klar. Ja gut, da wir das nicht direkt gesehen haben, würde ich sagen, wir verwarnen die erstmal. Ich werde es bei einer mündlichen Verwarnung verlassen. Was drängt die sich denn hier rein? Danke, Officer. Leute, was geht mit dem ab? Alles gut. Einen schönen Tag noch. Ja, ja. Tschüsskowski, Junge. Da. Drücke Details. Rechtmäßiges Verhalten. Ja, geil, Alter. Wir haben plus 15. So. Okay, ich dachte schon, da hinten rennt einer. Der hier geparkt? Okay, nee. Ah, Glück gehabt. Da wir schon wieder Müll auf dem Boden. Hallo. Ja, okay, alles klar. Prügel dich hier durch. Ist ja alles total legit, wenn ich das so sehe. Abgelaufenes Kennzeichen. Ja, das habe ich sofort gesehen. Also, Mensch. Das geht ja gar nicht hier, ne, Kollege? Ne. Sie können weiterfahren. Nicht du. Auf Wiedersehen. Dafür fühle ich doch nicht direkt angesprochen. Was machen wir denn? Einen Abschleppwagen rufen direkt? Ah ne, wir können nur... Okay, müssen wir erstmal hier... Ich will jemanden abschleppen lassen, mein Gott. Habt ihr jetzt richtig Bock drauf? Der Taxi hier. Mein Gott, kann er nicht sein. Irgendjemand muss doch hier mal, ne? Guck dir die Ranzkiste an, die muss doch hier... Die Leute sind alle viel zu sorgfältig. Ich muss hier mal ein bisschen was anstiften. Da. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass der hier nicht mitten auf der... Guck dir das an, wie der geparkt hat. Junge, der steht ja mitten auf der Straße. Die qualmen oder nicht mehr fahrtüchtig sind und abgestellt worden sind. Okay. Zu weit auf der Fahrbahn, ganz klar. Guck dir das an. Der steht auch schon fast auf der Gegenspur. Zack, Bonus bekommen dafür. Mega.
Guten Tag. Wie die einfach alle nichts essen. Okay, der entspannt aber auch. Okay, ein qualmendes oder nicht fahrtüchtiges Fahrzeug. Ja, das finden wir bestimmt heute noch. Da. Ist die gerade über die Straße? Hab ich das richtig gesehen, Madden? Hab ich das richtig gesehen? Hä? Hab ich das richtig gesehen, sag ich. Guck mal, wie die. Die ignoriert mich hier voll. Na gut, hat sie aber geklappt. Hä? Wäre ich früher um die Ecke gekommen, dann hätte sie aber erstmal einen Strafzettel an die Backe geklebt. So. Boah, da hinten auf dem Parkplatz. Da gibt's doch bestimmt. Alter, wie viel die. Ich wurde überfahren! Lol, das geht! Was ist das denn? Mein erster Tag und ich wurde direkt überfahren. Ich war auf dem Zebrastreifen. Knallt dir noch jemand ab? Wo ist mein Kollege gewesen? Jungs, du musst jede Woche bis zu 2 neue Schichten beantragen, indem du einen Tag in Urlaub nimmst. Junge, ich wurde übelst überfahren! Ja moin! Was ist das denn? Ja, alles klar, jetzt muss ich das normal machen. Willst du mich veräppeln? Ja, moin. Alles klar. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr für ein Video haltet. Oder von dem Spiel. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.